I'm scared a little bit. That's good, that's good. What? Card. What card? Hotel card. Room card. What card? Yo, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog hier aus Thailand. Ich halte gerade mit der einen Hand die Kamera und mit der einen Hand esse ich hier gerade 5 Minuten Tarine. Sorry, well joke. Ich werde euch gleich sagen, wo wir hingehen. Ich habe in meinem Ohr, glaube ich, noch Wasser drin, Mann. Ich schwöre, ich kann das so oft wiederholen, ne? Aber die Leute sind hier so korrekt, so offen und hilfsbereit. Vielleicht habt ihr meine ein oder andere Insta-Story gesehen gehabt. Ich bin einmal vor der Tür ausgeschlossen gewesen. Ich habe meinen Schlüssel zu Hause vergessen und ich konnte nicht rein und musste auf meine Mutter warten. Hier habt ihr die Alternative. Hier sind genug Schlüssel. Endlich. Drive. Ey, Nico, wo bist du? Ey, die fährt mich jetzt. Würde man das in Hamburg machen, du hättest eine Woche später eine Anzeige. Und du wärst mit dem halben Fuß im Knast. Die sind so krass offen, dass ich mit meinen dreckigen Händen einfach jetzt mit den Teig rühren könnte. Komm. Guck mal, die würden es mir anbieten. Okay, nice. Ey, Bruder, die würde mir das anbieten. Bruder, in Deutschland, du gehst in eine Bäckerei ein, muss mit Zange oder mit Handschuhen. Ich schwör alles. Ganz kurz Spaß beiseite. Ich erkläre euch mal, was wir heute vorhaben. Eigentlich ist es relativ spontan, aber ich habe mir gedacht, wir werden heute, ich weiß gar nicht, wie die Gegend heißt, SED Book Center Mabun Krong Center. Ich habe jetzt auch nicht viel verstanden, aber das zeigen wir einfach dem Tuk-Tuk-Fahrer und dann wird er uns dahin fahren. Ich habe mir sagen lassen, dass das quasi... Ich höre meine eigene Stimme nicht, das ist voll komisch. Ich habe mir sagen lassen, dass man da die krassesten Fälschungen kaufen kann. Also da ist alles mögliche gefälscht. Uhren, Markenklamotten und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es da alles gibt. Boah. Bruder jetzt. Der King Tower. Wir fahren als erst woanders hin. Ich weiß nicht, ob man mich gut hört, ob man mich schlecht hört. Es ist auf jeden Fall sehr laut hier. A little bit faster. Das hat richtig am Stolz gekratzt. Er hat locker 77 Mal Schulterblick gemacht. Er macht ein Foto. Er wollte unbedingt ein Foto machen. Sagst du was, oder? Oder du musst auch draufdrücken. Ja, sehr gut. Ciao. Warte, erster Gang. Jetzt geht's. Man muss im ersten anfahren, deswegen habe ich auf den ersten geschaltet. Wir stehen jetzt genau vor der Location. Das ist der größte Turm in ganz Bangkok. Das ist der Aussichtsturm. Wie heißt der nochmal? King Tower, ja. Ah, Bruder. Das ist der eine aus dem Vlog. Vielleicht habt ihr den vorherigen Vlog gesehen, der nicht ans Telefon gegangen ist. Hallo? Du Idiot. Was? Bruder, das ist die von der Thai-Massage. Doch. Oder welcher Mensch speichert sich dreimal Vanillein? Weil ich wollte Einkaufsliste schreiben, irgendwas mit Vanille. Hallo? Hallo? We are from the hotel. We are from the hotel, we are waiting. Du Keck, Alter. How are you? Okay, very good. Good morning, Germany friend. Yeah. Skywalk? Yes. Perfect. One, I think they're not allowed to bring it upstairs. Er meinte, die Kamera ist okay, aber halt dieses Ding, womit ich das halte, ist nicht okay. Er hat, glaube ich, Angst, dass ich damit jemanden erschlage. Hello. How many persons? Two. Die Skywalk, da wo wir jetzt hingehen, kostet 1760 Baht. Das sind umgerechnet, einen Moment, ich rechne mal nach. 53 Euro. 53 Euro für zwei Personen. Was auch krass ist in Thailand, man braucht wirklich für alles einen Reisepass. Die wollen anscheinend jetzt ein Foto. Machen die jetzt Fotos für sich selber oder für uns? Für uns. Für uns? Für uns. Ah, dann muss ich fresh gucken, Bruder. Ja, Bruder. Warte. Thumbs up, thumbs up. One. Beim Video auch bitte. Guck mal hoch. Das ist die Stadt in Klein. Spricht hier jemand Deutsch? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Okay. Aber wo? Ich dachte gerade ehrlich, ich bin draußen. Man sollte Freude immer teilen mit Leuten, die man nicht kennt. Oh mein Gott! Ach du Heilige! Bruder! Wäre unser Hotelzimmer so, ich würde nur aus dem Fenster gucken. Bruder, das sieht ja unnormal krank aus. Stell dir mal vor, alles ist ja fenstermäßig, ne? Und ausgerechnet, das ist kein Fenster und ich gehe dagegen. Digga, guck mal, wie wir hier stehen. Ich weiß ganz genau, wo unser Hotel ist. Ohne Spaß. Da, ne? Ja. Wenn ich jetzt von hier auf diesen Pool zuspringe, meinst du, ich überlebe das? Safe, ne? So, das war natürlich nicht alles. Jetzt gibt es noch mal einen Fahrstuhl, der irgendwie aus Glas ist. Und der bringt uns nach ganz oben, also ein paar Etagen höher. Und da ist komplett alles beglast. Ich zeig's euch einfach. Where we go home? Home, ja, wahrscheinlich. You know Deutschrap? Deutschrap, yeah? We are from Germany. Germany, you are a singer? Oh, no. I'm a singer. Ah, okay. Wow. That's me. You have an Instagram account? Yeah, I have Instagram, yeah. Ah, okay. Can you follow
Okay, again, because I can't remember. Okay, I follow you. How old is your name? Okay, you're mobile. Da hat er gehört, ich bin Deutschrap, yeah, und direkt okay, push. Yeah. So, jetzt haben wir hier den nächsten Bruder. Ich habe ihm erzählt, dass ich Deutschrapper bin und jetzt will er meine Insta-Story. Yeah. What's your name? My name is Off. A-O-F. Off. Ich sag mal so, ich habe noch nicht so krass Kribbeln im Bauch, aber ich glaube, wenn ich mich da hinstelle, weil guckt euch mal an, das ist eine Glasplattform. Bruder, oh, jetzt krieg ich echt Kribbeln im Bauch, Alter. Bruder, der Typ springt auch noch, ist er lebensmüde. Bruder, das ist echt ein richtig komisches Gefühl. Weil stell dir mal vor, Bruder, guck mal bitte, wie hoch das ist, oh mein Gott. Das war Spaß. Bruder, ey, oh mein Gott. Ich schwöre, das wird sich an, als würde es brechen. Oh mein Gott. Ey, Nico, ich schwöre, das ist zu schlimm für dich. Ey, wenn das brechen würde, ne? Ich wünsche, ihr könntet gerade das sehen, was ich sehe. Ich mache jetzt einfach ein Video. Bruder, was ist das? Ich traue mich nicht mal da hinten hinzugehen, ne? Oh, Bruder, ich habe so ein Kribbeln im Bauch, ich schwöre. Ich schwöre, ich habe ein Kribbeln im Bauch. Wir wechseln einmal kurz Kamera. Oh no! Bruder, ich bin ehrlich aufgeregt, ich hoffe alles. Wie krank das ist. Aber gleich bricht das. Bruder, das ist unnormal. Sowas gab es auch in China. Da standen die Frauen an den Straßen und haben so Schilder gehalten. Und die haben dich dann angesprochen, meinten, ey, willst du Gucci-Taschen, willst du Louis Vuitton-Taschen oder sonst was? Dann bist du mitgegangen und da bist du in so einen Tresorraum gegangen. Und die Tür war ungelogen wie so eine Tresortür, richtig breit. Da haben die abgeschlossen und da war wirklich ein kompletter Laden voller Designersachen, aber halt in Fake. Aber richtig gut gefaked. Also keine Türkei-Ware, sondern wirklich 1:1. Ich dachte wirklich, dass es original ist. Mit originaler Verpackung und so weiter. Wie es hier ist, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden euch mitnehmen. Und ja, das ist echt spontan, dass er uns das gezeigt hat. Aber ich küsse ihn gleich. Hier ist die Kupplung. Dann drücke ich den ersten. Ah, okay. Okay, ich muss sagen, es ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Ich muss auch Kupplung kommen lassen und Gas geben. Jetzt verstehe ich. Baba. Very nice, very nice. Digga, das hat schon echt gebockt, ich schwöre. Also, wenn ihr euch ein Auto kaufen wollt, so für die Zukunft, kauft euch so ein Tuk-Tuk. Ich hab den Typen gefragt, ob wir hier filmen können. Er meinte, ja, wenn ihr uns 1000 Baht gibt. Das ist echt ein Komiker. Can I, probier den an. Das ist eine Audemars Piguet. Ich kenne mich jetzt nicht aus, so krass aus damit, aber sie sieht jetzt nicht gerade nicht original aus, ne? Also, man könnte sich schon vorstellen, dass die original ist. Okay, also ich muss sagen, die Rolex-Uhren fühlen sich jetzt nicht so krass an. Die fühlen sich schon ein bisschen leicht an. Also, da war die andere Uhr besser. Okay. This is how much? 4000. Ah, 4000. 4000 Baht sind 130 Euro. Same color? Ist das die gleiche Farbe? Bisschen heller. Die ist ein bisschen heller, ne? How much is this? 2500. 2500 Euro. Baht. Jetzt auch ich, jetzt habe ich mal den Spieß umgedreht. So, wir haben jetzt zwei Sachen geholt. Einmal hier ein Portemonnaie für Nico, den Kameramann. Und das als Geschenk habe ich auch nochmal gekauft. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier angekommen. Genau deswegen bin ich natürlich gekommen, um irgendwelche Baumwolletüten zu kaufen. Das sind so die thailändischen Königsketten. Ist real her? Not real. Gott sei Dank nicht, dass da Läuse sind oder so. Weißt du, was ich auch feier, wenn der Kunde hier steht und die Mitarbeiterin, also die Kassiererin, einfach am Handy chillt. Ich fühle mich dann immer als Gast, also als Kunde richtig verstanden. Luang, mach mir das mal einmal ran. Boah, Bruder, das sieht so eklig an, ne? My name is Aisha. Oh. Okay. Perfekt, das sieht sich gerade so eklig an, ne? Der hat ja auch noch Angst gehabt, ja? Das ist ja zu lustig mit einer Perücke, ja? Ich muss echt sagen, ich hatte noch nie eine Perücke auf, ne? Und ich weiß nicht, ob das normal ist, aber das fühlt sich so eklig an. Aber man guckt mich alle an. Akzeptiert meine Veränderung. Sorry. It's good, ja? Jetzt fasse ich meine Haare an. Also ich muss echt sagen, man wird hier als Frau wirklich oft angeguckt, ne? It's real, it's real. Es sind die Haare vom Pferd. Einer hat Angst bekommen. Und ich mache auch noch die ganze Zeit so an den Haaren. Ich weiß jetzt, was ich heute esse, Digga. Ich habe die so im Mund gehabt, die Haare, ne? Ich sehe jetzt schon auf Instagram Fanpages, die werden so eine Screenshots davon nehmen, ne? Ich muss jetzt ganz kurz mal selber gucken, wie das aussieht. Guck mal, ich zeige euch jetzt ganz kurz. Starterpaket, Mädchen. Ich schwöre, ich sehe jetzt aus wie eine Eiche. Nur heller Jungs, bitte. Oh, sorry, es tut mir leid, ich konnte nicht sehen wegen den Haaren. Unser Tuk-Tuk-Fahrer wartet dann noch. Was meint er, wenn ich jetzt so komme? Oh. Der will eine Frau überfahren oder was? Ich hab den Typ angezwinkert. Ich hab den Typ einfach angezwinkert. Ja, ja.
Mein neuer Freund. Bruder, das Ding ist, ich würde ja sagen, Erdbeeren, die richtig rot sind, sind so richtig ausgereift, ne? Aber das ist ja schon fast die türkische Flagge, rot-weiß. Ich habe mir den Markt echt ein bisschen anders vorgestellt. Kann sein, dass wir vielleicht nicht alles richtig abgecheckt haben, aber das ist aber eigentlich so die Fläche, wo alles sein sollte. Ist ein bisschen enttäuschend, weil ich habe nicht das gefunden, was wir eigentlich suchen. Kann man nichts machen. Oh. Sorry, I think you're my girlfriend. Die saß einfach perfekt. Ich habe einfach geworfen wie so Michael Jordan und perfekt getroffen. Bruder, ist es ein Hund? Die, wo ist die Pfanne? Wo bist du? Der ist ja unnormal süßer Hund. Guck mal bitte, was er hier oben hat. Voll süß, ne? Ja. Hallo. I'm back as a girl. Echt korrekt von dem Taxifahrer, von dem Tuk-Tuk-Fahrer, dass er so lange gewartet hat. Thanks for waiting. Weil er hat locker 40 Minuten gewartet. Das Ding ist, in den 40 Minuten hat er locker 5-6 Kunden, ne? Deswegen gebe ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld.